Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, wir haben mittlerweile schon, ich glaube, 12.30 Uhr. Ich habe jetzt eigentlich fast den ganzen Morgen, Wäsche gewaschen, Wäsche geholt, zusammengelegt, ein bisschen im Haushalt gemacht. Haben wir auf der Couch auch viel gechillt. Mein Freund hat gefrühstückt, ich habe meinen Shake getrunken. Yay. Ich habe übrigens seit gestern genau ein Kilo abgenommen. Und ich habe gestern den ganzen Tag eigentlich nur draußen gesessen oder auf der Couch gelegen. Also ich habe keinen Sport gemacht, nichts. Ich habe mich null bewegt. Und das ist rein wahrscheinlich vom Shake. Keine Ahnung. Wir werden sehen, wir werden abwarten. Genau, es sind einige Pakete gekommen, gestern und auch heute, die werde ich euch später alle noch zeigen, aber jetzt gehen wir erstmal zu der Familie von meinem Freund, mal gucken, ob wir irgendwo noch draußen was machen, bestimmt. Wir müssen auf jeden Fall einkaufen, Großeinkauf für die nächste Woche und so weiter, wobei wir nicht mehr so viel brauchen, wobei ich natürlich nach den 3-4 Tagen jetzt auf jeden Fall dann wieder eine Mahlzeit dazu nehme, deswegen kann ich schon was auch für mich einkaufen und sobald wir wieder zu Hause sind, werde ich euch dann mal die ganzen Pakete zeigen, genau, aber ich wollte mich mal wenigstens kurz melden und euch sagen, dass ich mich dann später wieder melde. Total sinnreich, oder? Aber egal, wenigstens mal einen guten Morgen an dieser Stelle. Also bis später. Guten Morgen. Ich bin mal wieder bei meiner Lieblingsbeschäftigung, Babyklamotten zusammenlegen. Ich melde mich gleich bei euch wieder, wenn ich fertig bin. Ich habe euch ja noch versprochen, die Sachen zu zeigen, die ich bestellt hatte oder die ich jetzt letztes Jahr geschenkt bekommen hatte. Ich habe es gestern nicht mehr gemacht, ich habe es irgendwie total verrafft, verpeilt. Deswegen zeige ich es euch gleich. So, da melde ich mich mal ganz kurz. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich habe hier noch mein Stillkissen, das muss ich noch beziehen und so weiter. Aber hier ist noch ein bisschen was zu tun. Wir haben jetzt mittlerweile kurz vor 12. Ich zeige euch jetzt mal die ganzen Sachen, die ich euch zeigen wollte. Und dann mache ich hier im Haushalt weiter. Ich bin aber eigentlich ganz gut durchgekommen. Der Lias müsste allerdings jeden Augenblick aufwachen. Und meine Mama kommt auch später. Mein Freund geht jetzt Fußball spielen gleich. Und meine Mama kommt später und wir chillen dann zusammen im Garten und genießen die Zeit und es ist einfach ein wunderschönes Wetter, Gott sei Dank. Es war nämlich eigentlich nicht Sonnenschein angesagt für heute, sondern Gewitter irgendwie. Auf einmal ist es doch Sonnenschein draus geworden. Keine Ahnung. Ja, ich zeige euch jetzt mal die Sachen. Ich habe hier als allererstes von einer netten Zuschauerin, sie hat mich gefragt, ob sie mir ein Armband zuschicken kann. Sie hat hier nämlich auch eine Seite, die zeige ich euch gleich. Und da habe ich gesagt, natürlich sehr gerne. Die Produkte haben mir sehr gefallen, also die Armbänder, die sie macht. Und da habe ich mich dafür entschieden, für so eins. Da habe ich mich entschieden, einmal hier so ein silbernes Herz zu nehmen und dann die Buchstaben Lias. Und dann hier solche Perlen, die weiß sind, aber mit ein bisschen Grau auch dazwischen. Ja, richtig, richtig schön. Habe ich gestern auch direkt, also ist gestern angekommen, habe ich gestern auch direkt getragen. Gefällt mir super gut. Und der Shop, wo ihr das bekommen könnt, heißt b.shop, aber das O vom Shop ist eine 0. So sieht's aus, b.shop und wie gesagt, das O ist eine 0 dann. Und hier habt ihr dann verschiedene Armbänder schon mal so als Inspiration. Und das kann man dann bei ihr, kann man direkt sagen, was man genau haben möchte und das dann eben bestellen. Voll, voll süß. Und ja, wir haben jetzt nicht miteinander ausgemacht, dass ich ihr das, also dass ich da irgendwie was drüber sage oder erzähle. Aber ich fand es total süß, dass sie mir das so gestaltet hat und zugeschickt hat. Und deswegen unterstütze ich so kleine sehr, 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 sehr gerne. Das finde ich nämlich viel wichtiger als irgendwie das Große, sich gegenseitig irgendwie Werbung und so weiter machen. Das muss man nicht um. Also kann man auch machen, aber gerade wenn man so ein paar kleinere unterstützen kann, finde ich das Goals. Deswegen ja, wollte ich sie auf jeden Fall gezeigt haben. Dann waren ich mit meiner Schwester, waren wir ja im MTZ shoppen gewesen. Allerdings habe ich ja tatsächlich an diesem Tag nichts geshoppt. Ich habe weder bei Sephora eingekauft, noch irgendwo anders. Ich weiß auch nicht, mich hat irgendwie nicht so wirklich irgendwas gereizt. Ich brauche momentan auch nichts, deswegen habe ich nicht eingekauft. Das Einzige, wo ich unbedingt also was ich unbedingt haben wollte und wo wir auch danach geschaut hatten, war im Douglas. Und zwar von Clinique wollte ich unbedingt die Bye Bye Under Eye Creme haben. Also so eine Augencreme. Ich habe ja jetzt schon eine Tagescreme und diese ganzen Sets. Ich habe euch ja schon mal gesagt, ich möchte zu Clinique wieder umstellen. Und da habe ich jetzt eigentlich alles. Und mir hat noch die Augencreme eben gefehlt. Und die wollte ich mir dann holen. Und ich habe mich ziemlich erschrocken über den Preis. Die kostet nämlich, wenn man die einzeln holt, 36,99. Also so richtig heftig übertrieben, total übertrieben. Und dann haben wir ein Set gesehen. Und das zeige ich euch gleich. Das habe ich jetzt nämlich nachbestellt, weil ich habe zu meiner Schwester gesagt, sie soll sich das mitnehmen. Sie hat nämlich auch eine Augencreme gesucht. Und habe ich gesagt, die soll sich das Set mitnehmen, weil das war das letzte. Und ich habe zu ihr gesagt, ich habe dann online geschaut und es war noch verfügbar und habe es dann direkt vom Douglas aus direkt online bestellt.
Und zwar ist es so, dass in diesem Set diese Augencreme mit drin ist, plus noch andere Produkte. Und dieses Set kostet 26,99 €. Total schwachsinnig. Also genau 10 Euro günstiger, als wenn man das Produkt einzeln holt und man hat noch andere Produkte dazu. Ich weiß nicht, wie lange dieses Set noch verfügbar ist, keine Ahnung, aber ich habe es jetzt auf jeden Fall online bestellt. Das ist auch das Einzige, was ich online bestellt habe. Und zwei Proben kamen noch mit dazu. Diese beiden habe ich mir ausgesucht, ausnahmsweise, ich bestelle mir schon lange keine Parfümproben mehr. So, und zwar ist das hier das Set. Das ist die Augencreme, dann ist da eine Mascara drin, ein Make-up-Entferner, beziehungsweise auch für Augen, Lippen und so weiter. Und dann ist noch eine Tasche mit dabei. Abgesehen von diesem Set ist es halt mega, dass man ja, 10 Euro sich gespart hat einfach mal. Also ich weiß auch nicht, das Set war auf jeden Fall auch reduziert. Also das hat ursprünglich auch 36,99 € gekostet, wie die Augencreme an sich. So, und zwar ist das hier die Augencreme. Das ist wirklich eine Originalgröße, so wie man sie eben auch bekommt. Und die heißt Clinique All About Eyes. Das ist, so heißt die eben. Und die ist extra für, also das ist ein Anti-Aging-Effekt mit drin. Dann ist sie für Fältchen und ganz wichtig für Dark Circles, also für unter, wenn die Augen ein bisschen dunkler unter den Augen sind. Und ich habe davon jetzt sehr, sehr, sehr viel schon gelesen und gehört und das soll einer der besten Augencremes sein, die wirklich was gegen die Augenschatten und Fältchen tut. Und ja, ich meine, also das ist ein Tiegel, der ist richtig, richtig groß. Ich habe ja so einen Mini-Mini-Mini-Tiegel von Benefit. Also keine Ahnung, wie lange ich gebraucht hatte, um den aufzubrauchen. Also das, man braucht davon ja immer nur so ein ganz kleines bisschen und klopft sich das dann unter die Augen ein, beziehungsweise auch auf die Augenlider mache ich das immer. Ja, deswegen rentiert sich das schon. Also All About Eyes. Genau, und dann halt eben in dem Set, das hat jetzt echt gequietscht, Take the Day Off Makeup Remover for Lips, Eyes, Lashes und so weiter. Also so eine kleine Probiergröße. Und dann eine Mascara. Ich denke, das ist eine ganz normale. Ja, nichts Besonderes in der Farbe Black. Also eine ganz normale Mini-Mascara. Und dann ist eben noch diese Tasche mit dabei. Richtig süß und lila. Und an der Seite steht hier eben Clinique drauf. Richtig goldig. So, ich tue die mal hier rein, um das dann zu verstauen. Und die kommt direkt ins Badezimmer auf jeden Fall. So, und das war dann eben dieses Set, das ich direkt wegschmeiße. So, dann ist das hier angekommen. Ich habe die Pakete noch nicht aufgemacht. Ich muss jetzt erstmal selber schauen. Einmal. Da sind ja mehrere Sachen drin. Ah, okay, 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 okay. So, also einmal. Das hier ist für die Babyschale. Und zwar ein Sonnenschutz für die Babyschale. Also, vorab, die meisten Babyschalen sind ja einfach ganz normal offen, wie man es kennt. Und von My Junior gibt es extra nochmal so einen Sonnenschutz im Prinzip, aber auch Wetterschutz, Regenschutz gegen Wind, was man ja so hochziehen kann. Dann hat man genau bis zur Mitte von der Babyschale eben einen Schutz. Wenn man aber gerade am Spazieren ist, am Rumlaufen ist, kann man ja nicht immer mit der Sonne mitlaufen, wenn die mal von hinten reinscheint oder gegen einen scheint, dann geht es halt voll mit in den Kinderwagen, in die Babyschale und so weiter. Und ich habe jetzt die letzten Mal immer so Spucktücher drüber gehängt, damit die Sonne halt nicht so reinknallt. Jetzt habe ich extra so ein Sonnenschutzsegel für den Kinderwagen bestellt. Und jetzt wollte ich eben auch was für die Babyschale haben, weil wir uns jetzt relativ dafür entschieden haben, die Babyschale mit in den Urlaub zu nehmen. Tatsächlich auch nur dafür, dass wenn wir im Taxi dann fahren, dass er in der richtigen Babyschale sitzt, dass er gesichert ist. Und wenn wir abends oder mittags zum Essen fahren oder zum Essen gehen, dass wir das nicht immer jemand den auf dem Arm hat oder sowas, sondern dass er in seiner Babyschale dann da mal sitzen kann, eine halbe Stunde und in der Hoffnung, dass er vielleicht schläft oder so. Genau, das ist zumindest irgendwie jetzt der Hintergedanke gewesen. Die große Babywanne ist halt schon sehr, sehr groß und ich bin immer noch am Hin und Her überlegen. Ich würde die am liebsten mitnehmen, aber die ist halt schon sehr groß und ja. Keine Ahnung, auf jeden Fall egal, so oder so für den Sommer, auch vor allen Dingen dann, wenn wir in ein paar Monaten nach Bosnien fahren. Und zwar ist es so ein Sonnensegel. Ich versuche mal das hier so, wenn ihr das seht, das ist einmal Sonnenschutz und an der Seite ist es eben nicht offen. Da gibt es dann auch nochmal einen Fliegenschutz, also das ist so 2 in 1, das ist richtig, richtig gut, weil einen Fliegenschutz habe ich tatsächlich nur für den Kinderwagen an sich, also für die normale Wanne. Okay, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber... Ah, das ist aber schon mal gut. Hier ist zum Beispiel schon mal so ein Griff, dass man eben den Griff greifen kann.
Okay. Also hier ist einmal das Netz, was dann einfach über die Babyschale gespannt wird. Und dann hat man hinten und vorne so und so nochmal eben einen Schutz von der Sonne. Und an der Seite hat man eben den Schutz von den Fliegen. Sowohl jetzt im Sommer, wenn man irgendwie mal an den See fährt oder ins Schwimmbad fährt, sind ja immer irgendwelche Fliegen, Wespen und so weiter unterwegs, ist es eigentlich immer ganz gut, wenn man dann damit mal rumfährt oder unterwegs ist. Und auch für die Urlaube, wie gesagt, finde ich das richtig, richtig gut, weil ich glaube, nach Bosnien werden wir auf jeden Fall nur die Babyschale mitnehmen, weil da haben wir gar nicht die Möglichkeit, ins Auto noch irgendwie die Babywanne oder sowas einzupacken, weil dann könnte ja keiner von uns noch irgendwelche Gepäckstücke mitnehmen, das geht gar nicht. Also da werden wir auf jeden Fall nur die Babyschale mitnehmen. Dann habe ich diese zwei Dinger hier geholt. Ich versuche euch mal die Sachen wieder in die Infobox zu verlinken, falls es jemand interessiert. 8D, also hier ist irgendwie eine 8 und dann ID, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das sind solche Schnallen hier, die man dann um den Griff vom Kinderwagen rumwickelt und das dann festmacht. Und dann hat man hier diese Karabinerhaken. Genau, oder hier eben sowas, wo man dann auch Sachen dran machen kann. Also, jeder kennt es vielleicht. Ich habe immer meine Babyschale oder mein Babywanne. Und dann sind da zwei Noppen, wo man eben die Wickeltasche dran machen kann und das war's. Wenn man irgendwie mal kurz seine Handtasche, seinen Rucksack irgendwie irgendwo abstellen möchte, muss man es immer auf dem Boden machen. Und so hat man dann eben diesen Karabinerhaken oder wenn man einkaufen ist, das habe ich jetzt auch schon ganz oft bei anderen gesehen, die hatten immer so Karabinerhaken an den Kinderwagen dran und haben dann dort ihre Einkaufstaschen reingehängt oder generell andere Sachen, die man noch so dabei hat. Also es ist richtig, richtig praktisch und deswegen habe ich mir das bestellt. Es kommt in einem Zweier-Set. Ja, kann ich euch auch mal unten dann verlinken. So. Jetzt muss ich selber mal gucken, was war das hier gewesen? Das war, glaube ich, die Transporttasche für die Schale. Also ich habe mir zwei Transporttaschen gekauft, extra für die Flugzeuge. Und die brauchen wir natürlich die nächsten Jahre auch, solange das Kind noch im Kinderwagen ist, Buggy ist und so weiter. Für weitere Kinder, also diese Dinger werden wir immer gebrauchen, weil wir werden garantiert mit denen auch immer viel unterwegs sein und auch fliegen und so weiter. Deswegen habe ich zwei Sachen bestellt, womit man eben, das ist das Erste, womit man eben den Kinderwagen sicher verpacken kann, ohne dass alles zerkratzt und so weiter. Wir haben halt einen Kinderwagen, der ist hochglanzweiß und es wäre halt echt ärgerlich, wenn der irgendwie kaputt gehen würde, schmutzig werden würde oder sowas. Also das ist hier einmal die erste Tasche und die ist so groß, dass da ein Kinderwagensitz reinpasst, die richtigen Sitze, die schon für die größeren Kinder sind. Also da war auch auf der Seite gezeigt, da passen auch dann halt eben andere Sachen rein, je nachdem wie viel ihr halt, wie groß eure Sachen sind. Also Kindersitze, die ganzen, die generell Babyschale halt, die Babywanne glaube ich nicht, aber die Babyschale und so weiter, passt halt einiges rein. Und dann habe ich den anderen jetzt bestellt. Der ist dann wirklich für das Untergestell vom Kinderwagen. Da passten aber auch so Sachen rein, wie zum Beispiel Rollstühle und so weiter, wenn man solche Sachen halt eben befördern muss, dass die so schön verpackt sind. Und wir werden sehr wahrscheinlich, also habe ich mir jetzt überlegt, dass wir wirklich dass wir den Kinderwagen komplett aufgeben mit unserem Gepäck, dass wir da keinen Stress einfach haben. Ich weiß, man kann den Kinderwagen bis vorne hin mitnehmen, aber es ist so, man kann den Kinderwagen zwar bis vorne hin mitnehmen, wirklich bis kurz bevor man in den Flugzeug einsteigt, aber bei den meisten Fluggesellschaften ist es dann so, dass man nicht vorne direkt wieder den Kinderwagen dann wieder zurückbekommt, sondern dass es so ist, dass der mit dem ganzen Sperrgepäck, mit dem schweren Gepäck eben der kommt dann raus, da wo man sein Gepäck abholt, aber nicht auf diesen Drehscheiben sozusagen, sondern in einer Ecke, wo extra Kinderwegen, Rollstühle, Sperrgepäck, wo das alles hingestellt wird, dort wird dann einfach der Kinderwagen auch hingestellt. Ich finde es irgendwie alles nicht so cool. Ich habe da echt Angst, dass da entweder was wegkommt oder einfach kaputt geht, zerkratzt wird, was weiß ich was. Ich habe da einfach kein so gutes Gefühl bei. Deswegen habe ich die Dinger jetzt mal geholt. Ich habe keine Ahnung, wie geht das denn hier auf? Hallo, hallo, hallo. Ah, okay. Also das kommt dann hier in diese Tasche einfach. Ich werde es nie wieder da reinbekommen. Das war gerade echt schwer rauszuholen. Okay. Wow, die ist echt groß. War das vielleicht die ganz große, wo sogar der...
Also hier könnte theoretisch der Kinderwagen rein, ernsthaft. Also mir geht es um das untere Gestell. Das ist so, dass, also da würde vielleicht sogar die Babyschale reinpassen. Die Wanne meine ich. Also es ist richtig cool, das ist halt einfach so ein großer Sack, wie ihr sehen könnt. Hier vorne ist nochmal, da kann man dann auch die Adresse und so weiter reinmachen. Das Ganze kann man hier mit so einem Band zuziehen. Huch. Und dann hat man hier sogar, wenn man möchte, solche zwei Schnallen, um das Ganze nochmal zu tragen, wie so ein Rucksack. Also es ist irgendwie total praktisch gemacht. Also finde ich richtig gut. Aber es kommt mir gerade so groß vor, dass ich Angst habe, dass ich hier jetzt irgendwas... Dass das hier vielleicht das kleinere ist. Keine Ahnung. Ich muss gerade mal gucken, weil ich habe hier nämlich noch ein großes Paket. Ich dachte, oder ich denke, dass das das ist. Ja, das muss das eigentlich sein, weil das für den Kinderwagen, für den Untergestell, sieht nochmal ein bisschen anders aus. So, so sieht es aus. Das ist hier von der Marke Elternstolz. Achso, das andere war Jofan. So, aber ich verlinke es euch nochmal unten. So sieht die Tasche aus. Ja, das ist die für die, das ist die ganz große. Also, so groß ist die. Da sollen alles Mögliche reinpassen. Ich bin echt gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Das ist halt eine, die ist dann viereckig. Also, das hier ist die Breite. Also, das ist wirklich sehr, sehr... Moment, stell das mal auf, dann zeige ich es euch. Monstrum. So sieht es. So, so sieht das Teil aus. Ihr seht schon, das ist fast so hoch wie mein Box... Also, das ist kein Boxspringbett, aber King-Size-Bett. Also, das ist wirklich richtig hoch. Moment, ich mache mal so einen Test. Also, es geht... Hier sind meine Knie. Es geht über meine Knie auf jeden Fall. Wie ihr sehen könnt, es ist schön ja, von der Breite, von der Höhe. Da passt auf jeden Fall das Gestell rein für den Kinderwagen, das untere. Ja, die hatten halt... Da passt auch die Babyschale rein. Da passt so viel rein. Auf jeden Fall. Und kleiner Tipp, das habe ich nämlich in einem Video gesehen, wenn man das Ganze aufgibt und halt eben sagt, ja, da ist das Kinderwagengestell drin, man kann ja auch schnell mal gucken, wenn man möchte. Man kann irgendwie unten rein auch mal so Sachen bunkern, damit man das ganze Ding auch ausfüllt. Also wenn ihr das hinbekommt, dass da zum Beispiel ein Buggy reinpasst oder auch noch eine Babyschale oder weiß der Geier was, die ganzen Sachen für die Kinder einfach da reinstopfen. Oder auch so Sachen wie Pampers, Wickelunterlagen, irgendwelche Sachen, die halt viel, die nicht so viel wiegen, aber die viel Stauraum eben benötigen. Richtig genial, ich bin super zufrieden. Also diese große Tasche, ich glaube, die hatte 35 Euro oder sowas gekostet. Ich persönlich finde aber, dass es das Geld definitiv wert ist. Weil ein Kinderwagen ist unheimlich teuer. Und wenn man den dann zurückbekommt und der dann irgendwie total zerkratzt ist oder weiß der Geier was, oder generell irgendwie vielleicht am Ende noch verloren geht oder so, das ist halt nicht so cool. So hat man, weiß man, man hat eine Tasche, wo, der ganz, wo das ganze Zeug drin ist. Und ja, also ich mag das sehr gerne. Wie viel dieses andere Teil hier gekostet hat, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube um die 20 Euro. Ich weiß es nicht mehr. Also ich werde das jetzt gleich mal testen. Oder irgendwann im Laufe des Tages werde ich das auf jeden Fall mal testen und gehe mal raus ans Auto und versuche mal die ganzen Baby, also die ganze, den Kinderwagen und so weiter da reinzustopfen. Also von der Größe müsste das aber auf jeden Fall funktionieren. Ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall berichten oder, es euch auf jeden Fall zeigen. So, jetzt räume ich das ganze Zeug hier mal wieder weg. Dann kann ich auch endlich mal die Kartons wegmachen. Boah, mir ist so heiß. Ich werde mich jetzt erstmal, mache den Haushalt erstmal zu Ende. Dann gehe ich duschen und ziehe mir irgendwas Leichteres an. Und ich muss mal auf die Uhr gucken. Mein Freund muss nämlich gleich weg. Okay, ich sollte mich beeilen. Ich melde mich später wieder bei euch. Ich muss euch kurz mal Baby Outfit of the Day zeigen. Das ist so süß. Das habe ich noch rausgekramt. Ich weiß nicht. Also eigentlich passt es ihm gerade sehr, sehr gut. Das können wir auf jeden Fall auch in den Urlaub mitnehmen. Ja, da lachst du gerade, gell? Wir lachten da so süß. Wir lachen da so süß. Ja, erzähl mal. Ja, auf jeden Fall eins von Nike. Das hatte ich bei TK Maxx gefunden gehabt. Und die Sonne geht aber immer mal wieder weg und ich habe Angst, dass er kalte Füße hat. Keine Ahnung, deswegen habe ich so ganz kleine, ganz, ganz, ganz dünne Söckchen mit so einem Elefanten vorne drauf. Auch diesen von TK Maxx hier. Und wir genießen hier draußen die Sonne und warten auf die Omi. Geh, Bibi. Warten wir auf die Omi? Ja, warten wir. Meine dicken Bäckchen, du. So, ich melde mich mal wieder ganz kurz. Babyboy liegt mittlerweile, der wird gleich einschlafen. Ich habe hier mal alles draußen weggeräumt. Es wird, also es ist sehr angenehm gerade, weil es ein bisschen windig ist. Heute Nacht soll es ja richtig anfangen zu stürmen und morgen auch Regen und Sturm und so weiter. Deswegen werden die ganzen Auflagen und Schirm habe ich mal zugemacht und die ganzen Auflagen dann
hierhin. Meine Mutter und meine Schwester waren jetzt eine ganze Zeit lang da. Wir saßen eigentlich die ganze Zeit draußen, haben gequatscht, mit den Lias gespielt. Ja. Jetzt habe ich gerade eine selbstgemachte Pizza im Ofen. Die wird so die nächsten 30 Minuten ungefähr fertig sein. Mein Freund ist jetzt die nächsten hoffentlich 2-3 Minuten fertig mit dem Duschen. Dann springe ich schnell unter die Dusche. Und dann ja, lassen wir einfach den Abend ausklingen. Heute kommt Sex in the City 2. Ich freue mich voll. Mein Freund wird wahrscheinlich dann draußen Shisha rauchen, aber egal. Ich habe total Lust, das zu gucken. Ich habe es zwar auf DVD, aber ich weiß auch nicht. Kennt ihr das? Ihr habt bestimmte Filme auf DVD. Ihr schaut sie euch nie an. Aber wenn es dann im Fernsehen läuft, dann müsst ihr es auf jeden Fall schauen. So eine Kandidatin bin ich. Richtig schlimm. Jo, ansonsten werde ich jetzt nochmal kurz gucken. Ich habe heute Morgen zwar schon mein Video für morgen fertig gemacht. Aber ich werde jetzt nochmal Thumbnail und Texte machen. So, kurzes Feedback dazu, zu diesen zwei Dingern hier. Mein Freund hat nämlich gerade den Kinderwagen untergestellt und auch die Babyschale mal reingeholt. Und wir haben das beides reinbekommen. Also das ist wirklich, das erscheint wahrscheinlich gar nicht so groß, aber hier passt, wie gesagt, ein komplettes Kinderwagenuntergestell. Und gerade unseres ist nicht gerade klein. Und auch die Babyschale hat reingepasst. Und da passt sogar dann noch links und rechts überall drumherum. Kann man Pampers und weiß ich was noch reinstecken. Und das hier werden wir aber trotzdem behalten. Für irgendwann dann mal wirklich, wenn man den Sportaufsatz drauf hat. Und ja, für Buggies und so weiter halt eben. Dass man da auch schon mal was hat. Also mega, auch die Qualität. Das ist richtig robust und ein dickes Material, dass da nichts passiert. Also meine Daumen hoch. Richtig genial. Ich werde beides in die Infobox verlinken für euch.